Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Und heute nehme ich euch ein bisschen mit auf die Straßen von Wien und zeige euch ein bisschen, wie ich da so fotografiere. Das Videomaterial und die Bilder, die ihr jetzt gleich sehen werdet, die sind so in den letzten Tagen und Wochen entstanden. Ich war mit einigen Gruppen unterwegs und wir haben relativ viel in Wien fotografiert. Hat wieder riesen Spaß gemacht und da ist dieses Material entstanden. Ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, das wäre natürlich ganz super. Ihr könnt es auf vielfältige Art und Weise machen. Das Einfachste ist ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Liken, teilen, sharen, ja, alles was man machen kann hier in YouTube. Einen Kommentar hinterlassen und postet auch eure Meinung zu dem Video oder zu den Themen, die in den Videos angesprochen werden, in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Also, auf geht's, kommt mit mir auf die Straßen von Wien und wir machen einen kleinen Fotowalk durch die Innenstadt. Los geht's. Und dann kommen mir bei Gelegenheit auch immer gleich mal die ersten Motive entgegen. So wie hier dieser Baum, der hier mit Vorsatz durch die Decke wächst. Straßenfotografie, Streetfotografie, urbane Fotografie definiere ich halt so auf meine Art und Weise, aber wenn ihr mir schon länger folgt, dann werdet ihr auch sehen, was ich genau damit meine. Dem Licht zu folgen, der Sonne zu folgen oder überhaupt dem Licht zu folgen, beziehungsweise das Licht als Hauptakteur in deine Bilder reinzunehmen, finde ich immer ganz wichtig. Wo Licht ist, ist auch Schatten, damit kann man relativ gut spielen, relativ gut umgehen. Was aber auch immer in der Stadt leicht möglich ist, ist so, wie ihr hier seht, jetzt Spiegelung. Ja? Also Spiegelungen an Oberflächen, an Glasscheiben, an Auslagenscheiben, an Autos, an Fahrzeugen, was auch immer, ist immer eine interessante Sache und achtet mal darauf. Kurz noch zu den Objektiven, die ich dabei hatte. Es waren, ich glaube, alle Bilder, die ihr seht, sind nur mit zwei Objektiven aufgenommen worden. Ausschließlich dem ersten Bild mit dem Mann mit dem Hund, das mit einem 85mm aufgenommen worden. Alle anderen Bilder sind aufgenommen mit einer Sony A7C als Kamera und einer ganz einfachen und günstigen Sony Linse, dem 50-1.8. Da gibt es auch schon ein Video dazu. Also das ist sozusagen die Low-Cost-Variante eines 50ers. Alt, aber immer noch gut oder ausreichend gut für diese Art von Fotografie. Und die zweite Linse, die ziemlich stark im Einsatz war, war dieses Wildrox, da gibt es glaube ich auch schon ein Video online, dieses Wildrox 20-2.8 für Sony. Schönes Weitwinkel, Festbrennweitenobjektiv, sehr günstig. Also ich glaube beide Linsen zusammen liegen 350 Euro oder so. Also damit hast du schon ein recht schönes Paket hier an günstigen und doch recht lichtstarken Linsen. Ja, bei diesem Motorrad, klar, tiefe Position, ein bisschen so die Bildsprache einfangen. Ihr seht es auch, der Boden war noch feucht. Es hat also knapp vorher geregnet, sehr intensiv geregnet. Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt. Und ja, tiefe Position und das ein bisschen so mitnehmen. So ein Motorrad bietet natürlich einige Perspektiven. Da kann man natürlich mal herumgehen, ein bisschen experimentieren. Ist immer interessant. Großstadtdschungel auf den Straßen. Ja, und da haben wir dann natürlich wieder eine Reflexion. Wunderschön. Eine richtige Lacke hier in dieser Kreuzung. Und da bin ich also in Position gegangen, habe ich also niedergehockelt, die Kamera ganz knapp über dem Wasser und dann gewartet, bis das nächste Auto kommt. Hat nicht lang gedauert, nach ein paar Minuten war das aufgenommen. Es gibt auch Varianten, wo Autos in die andere Richtung fahren, aber das fand ich irgendwie am ansprechendsten. Also in diesem Clip wollte ich euch zeigen, sozusagen das Vorher-Nachher, also wie es sozusagen mit dem Handy aufgenommen worden ist und dann wie ich mit einer richtigen Kamera ein Foto dazu gemacht habe und auch mit einem anderen Post-Processing natürlich. Street Photography verlangt natürlich noch immer nach Typen und spontanen Momenten, so wie auch hier bei diesem Zuckerlgeschäft oder Bonbon-Laden, wie man es auch sagt. Die Auslage ist sehr interessant, sehr farbenfroh, finde es aber trotzdem noch einmal ein bisschen besser, wenn jemand dort ist. Noch dazu mit einem starken Kontrast auch in der Kleidung. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wie ich so meine Street Photography ein bisschen definiere. Das sind also zwei Herrschaften, die sich in einer Auslage was ansehen. Und wenn ihr in der Mitte des Bildes nach unten schaut, seht ihr die Hand von ihr, sie kann man nicht erkennen, aber von ihr, die auf etwas hindeutet. Und das ist in meiner Wahrnehmung sehr wichtig. Hier passiert Action. Ja? Hier passiert irgendwas. Und dieses passiert irgendwas ist eigentlich der Moment, den ich fangen möchte. Dass er sehr, sehr, ja, sehr entspannt dort in diese Auslage reinschaut, okay, aber jetzt zeigt er hin und jetzt passiert was. Wenn der Finger nicht mehr da wäre, wäre das Bild schwächer.
Und das kann man in meiner Street-Photography sehr oft sehen, dass ich immer schaue, wo passiert die Action. Ja, Licht und Schatten habe ich schon erwähnt. Das ist ein schöner Kameraschwenk rund, also in der Nähe vom Stephansplatz oder hinterm Stephansdom genau genommen. Ihr verzeiht mir bitte diese Hochformat-Videos. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich die für Social Media gefilmt habe und möchte sie aber auch hier gleich in diesem YouTube-Video verarbeiten. Stephansdom, klar, und hier haben wir doch mal den Stephansplatz ein bisschen in einer anderen Perspektive. Wunderschön die Architektur. Wer das mag, soll unbedingt mal nach Wien kommen. Wir haben in Wien so Positionen, wo man also fast irgendwie 2000 Jahre Geschichte sehen kann. Also von den Steinen der Römer bis zur modernen Architektur. Also unbedingt mal vorbeikommen, wer es noch nicht kennt. Das sogenannte Haashaus, das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Gebäude hier am Stephansplatz. Kann man zu jeder Jahreszeit und zu jeder Lichtsituation eigentlich interessant fotografieren. Das sind auch noch so Impressionen. Am Stephansplatz, es war sehr viel los in der Stadt, also in diesen April-Mai-Feiertagen. Sind es sehr viele Touristen, es werden noch mehr, glaube ich. Aber ihr seht das auch hier, also das ist sozusagen der Hotspot in der Wiener Innenstadt. Bei dem Bild, das ist etwas, das macht im Prinzip jeder Tourist. Ja. Hier knallt halt die Sonne, ihr seht so die harten Schatten voll noch auf die Seitenwand vom Stephansdom. Wir haben hier einen kleinen, wahrscheinlich eine Taube, ein Vogel, der halt oben drüber fliegt, über das Dach, finde ich auch irgendwie so ein kleines Element, was ich wichtig finde. Aber was ich noch wichtiger finde, und darum habe ich dieses Foto auch hier reingenommen, ist links unten diese Hand mit dem Handy. Ja, und diese Hand mit dem Handy, das ist eigentlich das, was man dort permanent erlebt. Also, dass ganz viele Touristen vermutlich diese Art von Bilder machen und dieses dunkle Handy sozusagen vor der hellen Fassade, das ist für mich eigentlich die Geschichte. Ein fliegender Besucher auf einem Brunnen, auch gut, also auch mitten in der Innenstadt findet man Tiere, wenn man weiß, wo man schaut. Und hier habe ich einen längeren Kameraschwenk gemacht. Wichtig ist auch immer wieder auch mal hoch zu sehen. Ja. Schaut euch diese tollen Fassaden an, diese verschiedenen Jahrhunderte, möchte ich fast sagen, die man hier sieht. Und da kann man natürlich auch ganz tolle Bilder machen. Und die letzte, also das letzte Bauwerk, diese Säule hier, die sogenannte Pestsäule, auch sehr bekannt. Ja. Und natürlich kann man dann auch wunderschön fotografieren und nicht nur filmen. Aber Tipp nebenbei, schaut wirklich auch nach oben. Ja? Also nicht immer nur so nach unten und in Augenhöhe suchen, sondern vielleicht einmal nach oben suchen. Vielleicht gibt es dort auch Motive, die ihr einfallen könnt. Ungewöhnliche Perspektiven, das habe ich auch immer wieder gerne unterrichtet. Also auch von der Froschperspektive oder der Vogelperspektive. Aber auch, wo ich die Kamera respektive das Handy oder eben die Fotokamera, wo ich die halten kann. Und in dem Clip hier fahre ich wirklich so aus einem Blumentopf heraus, um dann etwas aufzubauen. Oder in diesem Clip hier geht es um die Spiegelung im Boden, aber gleichzeitig auch dann einen kleinen Kameraschwenk über das Ambiente mit dem finalen Foto drauf. Ja, die Fiaker sind in der warmen Jahreszeit eigentlich auch allgegenwärtig in dem Stadtbild. Da gibt es einige gute Positionen, wo man die recht gut fotografieren kann und das auch sehr oft vorbeikommen. Was hier natürlich auch voll reinknallt, ich wollte es aber nicht retuschieren, weil es eben eine Street Photography sein soll, sind diese Verkehrstafeln. Ja? Und die sind mittlerweile irgendwie überall. Ja? Also hier ein vernünftiges Bild zu machen ohne Retusche irgendwie gar nicht mehr möglich, weil überall irgendwelche Hinweisschilder, Verkehrsschilder oder Werbungen, irgendwas ist immer im Weg. Das ist leider so. Ist so eine Entwicklung unserer Zeit, aber fotografisch finde ich es echt schade, dass so ist. Ja, das mache ich immer wieder. Fordere meinem Kursteilnehmer auch immer wieder gerne auf. Denkt auch daran, mal ein Selfie zu machen. Ich denke da immer an Vivian Meyer, die also in ganz vielen Fotos ihrer ganz vielen berühmten Fotos, sich selbst auch fotografiert hat und Selfies gemacht hat über Reflexionen, über Spiegel, über Fensterscheiben, was auch immer. In dem Fall aus einer historischen WC-Anlage. Und wenn keiner da ist, kann man das schnell mal machen. Ich finde das irgendwie ganz gut. Das ist so ein bisschen so ein Zeitdokument. Verbindet auch ein bisschen Witz einfach mit ein bisschen Charme. Ja, warum nicht? Ob man es herzeigt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ich würde immer mal wieder daran denken, sich auch selber zu fotografieren. Irgendwann freut sich darüber, dass ihr die Bilder seht. Street Photography, wie ich sie mag. Menschen am Handy ist mittlerweile sehr langweilig. Ich mache es immer mal wieder noch. Das finde ich aber spannender. Alltagssituationen, Gesprächssituationen.
Ihr seht auch hier bei diesem Bild, hier sind die Hände oben, hier ist Action. Ja. Außerdem habe ich hier so einen kleinen Witz noch drin, hier steht rechts, oben steht Red und alles ist gelb im Bild. Ja, Kameraschwenk über die Albertina, auch ein Ort, an dem ich immer wieder sehr gerne mit Kursteilnehmern hingehe. Da kann man aus verschiedensten Perspektiven zu verschiedensten Licht- und Jahreszeiten interessante Bilder gestalten, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, auch fast egal welches Equipment die Herrschaften mit haben. Mache ich auch immer wieder gern in tiefe Position, in dem Fall, ich halte es nochmal hier in die Kamera, mit diesem Wildtrux 20-28 für Sony. Link ist unten, wer es über einen großen Fluss kaufen will, kann gern meinen Affiliate-Link benutzen. Tut mir was Gutes und schadet sich nicht. Ja. Gut, schauen wir weiter auf die Straßen Wiens. Für die Insider muss ich dazu sagen, wir sind jetzt noch relativ wenig Strecke abgegangen. Ja. Das klingt jetzt nach mehr als was es ist. Natürlich liegen da schon einige tausend Schritte dazwischen, aber es ist schaffbar. Ja. Also Wien, also gerade der innere Bezirk, innere Stadt, ist also mit zu Fuß wunderschön erlaufbar. Und wenn man so wie ich ein Native Wiener ist, und kenne ich auch die Abkürzungen und die Möglichkeiten. Jetzt sind wir oben auf der Albertina, das ist so ein Bauwerk und hier im Hintergrund sieht man schon die Staatsoper mit der Reiterstatue. Da war das Licht natürlich auch ganz besonders. Ihr seht das auch an den Gesichtern der beiden Herrschaften, die vorne vorbeigehen, also die liegen voll in der Sonne. Also weiche Schatten, aber doch sehr viel Schattenanteil. Ist auch ein Ort, wo man sehr oft hingeht und auch viele Touristen natürlich, aber wo man wirklich sehr schöne Bilder zaubern kann und auch, wie gesagt, zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Möglichkeiten hat. Das ist jetzt der Blick von oben runter. Dieser Würstelstand, die Würstelbude, die da unten steht, ist sehr, sehr beliebt in Wien, sehr, sehr bekannt und begehrt. Auch von den Opernballbesuchern. Den Opernball kennt man ja, also da kommen immer viele Leute vom Opernball raus und besuchen diesen Würstelstand. Im Hintergrund natürlich die Staatsoper, links das weiße Gebäude ist dann das Hotel Sacher. Also ein sehr historischer Ort und ein sehr markanter Ort, an dem man eigentlich immer vorbeikommt, wenn man in Wien ein bisschen fotografisch unterwegs ist. Ja, ein kleiner Kameraschwenk tut auch immer gut. Auch über das eigene Equipment fotografieren finde ich auch immer ganz interessant oder in dem Fall abfilmen. Hier sind wir jetzt unten bei der Oper direkt. Da habe ich auch einige bildgestaltende Übungen mit den Herrschaften gemacht. Vor allem auch eine Einsteigergruppe. Und kann man recht gut üben. Man muss halt nur sehen, dass dort relativ viel Touristen sein können. Street Photography, wieder eine klassische Aufnahme, da gibt es auch eine ganze Serie dazu. Ich habe jetzt dieses Bild rausgenommen in Schwarz-Weiß, finde ich gut. Kann man machen, ja. Geht auch in Bunt, aber Schwarz-Weiß, das finde ich auch immer gut. Das war ein bisschen eine Übung oder ein Ergebnis aus einer Übung. Da ging es darum, nah ran. Ja. Nah rangehen an ein Objekt, auch mit dem Weitwinkel oder gerade mit dem Weitwinkel. Nah ran, in dem Fall ist das eine Statue auf einem Brunnen, aber sehr gut rangehen. Ja. Und da kann man sehr schön üben, wie wirkt denn das Bild, wie kann ich Führungslinien einbauen über die Kanten der Häuser. Habe ich einen Vordergrund, ist der erkennbar oder nicht? Typische Straßenszene hier, wenn man die Kärntner Straße runtersetzt, hinten im Hintergrund dieses Haashaus, also wir gehen wieder Richtung Stephansplatz zurück. Und wenn wir schon unterwegs sind zur dunklen Stunde, dann machen wir natürlich auch etwas, ja, wo man eigentlich ein Stativ braucht. Wenn wir keins haben, müssen wir die Kamera halt irgendwo auflegen, anlehnen, unterstützen, was auch immer. Hier auch wieder eine Reflexion aus einer Lacke benutzt, die noch existiert hat. Ja, auch mit Gegenlicht, also dass wir auch hier verschiedene Lichter drinnen haben. Und zu guter Letzt, ja, wieder zurück an den Stephansplatz. Das waren jetzt natürlich Hotspots, ja, also dort gehen im Prinzip alle mal hin. Es gibt noch ganz, ganz viele Geheimtipps, die ich zum Teil kenne, zum Teil selber immer wieder was Neues erfahre und entdecke. Also wer mal daran Interesse hat, hier in Wien sowas zu machen, kann mich gerne mal kontaktieren. So ihr Lieben, recht herzlichen Dank wieder fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und es hat euch ein bisschen meine Heimatstadt ein bisschen näher gebracht. Es gibt schon ein paar andere Videos mit ähnlicher Thematik auf meinem Kanal, also mit Wien und Fotowalk und so. Klickt euch da mal durch. Jederzeit gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo. Ja, Glocke aktivieren, hier, wo auch immer die steht, damit ihr auch nichts mehr verpasst und auch alle nächsten Videos frühzeitig seht. In dem Sinne wünsche ich immer gut Licht, euer Fototrainer der Christian. Servus, tschüss und Baba.